begrüße Sie wieder ganz herzlich zu diesen Kurznachrichten aus dem Café M des Martinushauses. Zu den einzelnen Veranstaltungen und Gottesdiensten sind Sie herzlich eingeladen. Die Nachrichten schließen wir jeweils mit einem Gebet oder einem spirituellen Gedanken ab, seit dem Krieg in der Ukraine auch mit einem musikalischen Gebet für und mit der Ukraine. Karfreitag, 15. April, Todestag Jesu. Das Lukas-Evangelium schildert den Tod Jesus so. Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei, und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Um 9 Uhr findet der Kreuzweg der Erwachsenen in der St. Martinuskirche statt. Um 9.30 Uhr sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Pettenwil zum Kreuzweg eingeladen. Um 10.30 Uhr findet der Kreuzweg der Kinder in der St. Martinuskirche statt. Und um 15 Uhr, zur Todesstunde Jesu, versammeln wir uns zur Gedenkfeier des Leidens und Sterbens Jesu in der St. Martinuskirche. Es wird die Leidensgeschichte nach Lukas dieses Jahr gelesen. Die Gedenkfeier wird auch vom Chor begleitet. Kar-Samstag, Osternacht, 16. April. Um 21.30 Uhr feiern wir die Osternacht. Wir beginnen am Osterfeuer vor der Martinuskirche, ziehen mit der Osterkerze in die dunkle Kirche ein und entzünden unsere Kerzen an der Osterkerze. Das Licht soll über die Dunkelheit siegen. Ostersonntag, 17. April. Christus ist erstanden. Wir feiern die Ostergottesdienste um 8.30 Uhr im Thomashaus, um 9.45 Uhr in St. Martinus mit dem Chor und um 11.15 Uhr in Heiliggeist Pettenwil. In allen Gottesdiensten werden die Osterspeisen gesegnet. Um 18 Uhr laden wir dann zur Ostervesper in die St. Martinuskirche ein. Dienstag der Osterwoche, 19. April. Um 16.30 Uhr ist Gottesdienst im Pflegeheim Kleeblatt in Pettenwil. Um 18 Uhr trifft sich das Redaktionsteam im Johannesraum. Im Thomashaus findet an diesem Abend kein Gottesdienst statt. Mittwoch der Osterwoche, 20. April. Um 9.30 Uhr feiern wir Gottesdienst in St. Martinus. Donnerstag der Osterwoche, 21. April. Um 9.45 Uhr und um 10.30 Uhr sind die Gottesdienste im Jakob-Siegle-Heim und im AWO. Ostern entzündet ein Licht. Dazu die bekannte Geschichte zum Wiederhören. Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen des Landes und rief seine beiden Söhne herbei. Er gab jedem der beiden 5 Silberstücke und sagte: Ihr sollt für dieses Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit? Ist eure Sache. Die Weisen sagten: Das ist eine gute Aufgabe. Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er dachte sich: Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu füllen. Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig und sie schafften bis zum späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater und sagte: Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger. Der Vater antwortete: Es ist noch nicht Abend, ich werde warten. Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu entfernen. Und so geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater sagte: Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat 5 Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt,
was die Menschen brauchen. Was ist Ostern anders, als dass uns gegeben wird, was wir Menschen im Letzten brauchen? Wünschen allen ein gesegnetes Osterfest.